um zu schauen, wie wir diesen Virus bemächtigen. Ja, da bin ich auch der Meinung. Aber das Wie unterschied sich. Dann habe ich ich hatte einen tollen Staatssekretär, ich sagte, was machen wir denn? Ich sagte, wir gehen sofort. Ich hatte wohl Geldlosgeist. Was hatten Sie? Geldlosgeist für Aufklärung. Ja, ja. Wir gehen schnellstens an die Arbeit, wie wir eine gute Aufklärungskampagne machen. Und das war damals nicht, sie konnten nicht in der Weise über Sexualität sprechen wie heute. Ja, ja, ja. Sie ja. mussten und dann noch Christdemokrat, das ist dann, sind ja alles sündige Menschen, furchtbar. Ja, ja. Und das war das Erste. Und da muss ich Ihnen sagen, war es mir ganz wichtig, dennoch. Ja. Wir machen weiter. Ja. Ich gebe nicht auf, das steckt in diesem Dennoch. Mhm, nicht aufgeben, weitermachen. Ja, ja. Und jetzt werden Sie fragen, mit wem haben Sie es denn geschafft? Ja, nicht mit der Politik primär. Ich habe den Kanzler gebeten, lassen Sie doch mal diese beiden zu sich kommen und hören Sie sie an, die Virologen. Ja, sind ja. Das hat er auch gemacht. Ja. Hat er nie darüber gesprochen, aber gemacht. Das ist sehr entscheidend. Ja. Und die haben ihm gesagt, setzen Sie den Weg der Prävention fort. Wir haben keinen anderen. Hm. So hatte ich wieder etwas Ruhe. Ja. Und habe dann, ja, jetzt erzähle ich Ihnen, meine Hauptunterstützer kamen aus der Bürgerschaft. Aha, ja. Frauen und Männer, vor allen Dingen Frauen, ja, die sehr unterstützt haben, Hilfen. Dann Black Musikband, Blackfoot. Ja, ah ja. Ja. Aber, also wirklich Popmusik. Künstler. Aber Priester sowieso, ja, aber nicht die Obrigkeit, nicht die Bischöfe. Ja, ja. Und es blieb offen, schaffen wir es oder schaffen wir es nicht. Senken wir, wenn ich sage, schaffen wir es, hieß das, senken wir die Infektionsrate. Ja. Haben wir heute auch. Das haben wir geschafft. Ja, ja, ja. Und ich glaube, wir haben es auch geschafft,